Ja, Leute, guten Abend und herzlich willkommen zurück bei unserem sukkulenten Topf. Ja, wir haben jetzt die ersten, ja, mehr oder weniger ausgewachsenen Sukkulenten. Genau, wir schneiden mal schnell die Gräser ab. So, sieht sie auch wieder fein aus. Unserem Sukkulententopf. Wie geht's Rüdiger? Nein, ich wollte nicht zahlen, ich muss. Rüdiger ist mal wieder ganz cute drauf. Also geht's ihm wohl gut. Finde ich schön. Ja, hallo Rüdiger. Ja, guten Abend. Nee, auch dir. Du auch zu unserem Sukkulententopf gehörst. Zu unserer Sukkulententopf-Crew. So, jetzt schauen wir mal bei Karwendel. Karwendel ist durstig. Spritz. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Spritz. Machen wir gleich. Alfons geht's gut. Butzelchen. Oh, Keri geht's gut. Was war mal der Name? In den Kommentaren stand Häschen. Häschen. Das ist jetzt Häschen. Haben wir das auch noch umgesetzt? Vielen Dank für den Vorschlag. So, Kunigunde. Snoop. Die sehen schon ziemlich ausgewachsen aus, aber relativ unspackt. Unspektakulär, klar. Unspektakulär. Ach, ich finde die Musik hier beim Spiel echt, finde ich echt entspannt und schön. Allgemein, dieses Spiel entspannt mich immer total, wenn ich davor sitze. Ich nehme es immer abends auf. Ich kann es auch nicht im Vorfeld aufnehmen, weil man es ja sozusagen in Anführungszeichen in Realtime ist. Genau. Und es ist echt immer schön entspannt. Man regt sich bloß ein bisschen auf in der Computer, wenn man irgendwann anfängt zu rauschen, weil sie denkt, ich könnte mal rauschen. Aber ansonsten ist es echt schön spannend. So, Eckbert geht's gut. Dann geht's zu unserem Neuzugang. Für unseren Neuzugang brauchen wir bitte auch noch einen Namen. Oder sollte das hier Häschen werden? Egal. Einfach in die Kommentare schreiben. So, Lola geht's gut. Harvey. Die sehen auch alle. Ja, aber am coolsten finde ich Karwendel. So, bitte. Ja. Sempravivum hier. Alfons geht's aber auch gut. Alfons. Wurzelchen. Jetzt müssen wir einmal gucken. Heute ist ja Montag. Können wir jetzt schon gleich unseren Seed für die Woche abstauben? Geht das? Können wir das machen? So. Eventuell geht das. Ich weiß ja nicht. Schauen wir mal. Zack. Na, ich glaube tatsächlich nicht. Wir müssen tatsächlich 7 Tage warten, nicht einmal die Woche. Okay. Also einmal die Woche im Sinne von 7 Tage und nicht im Sinne von, sobald die Woche angefangen hat, kann er ja sich hier seinen Seed wieder cheaten. Vielleicht kaufen uns auch irgendwann mal jemanden. Müssen wir mal schauen. Und er sah ja cool aus hier, oder? Aha. Finde ich nicht schlecht. Okay, mal merken. Das ist auch ganz nett. Hm, weiß ich nicht. Hm. Der sieht cool aus. Muss man mal schauen. Vielleicht mal. Den hier finde ich cool. Er kostet natürlich auch gleich mehr, ne? Weil er cool ist. Schon, ne? Hier, ausgefuchste Ding. Das auch. Ja, gibt schon ein paar ganz nette, ne? Den finde ich jetzt dafür nicht so spektakulär. Den hier finde ich ganz cool noch. Aha. Der sieht cool aus, auch. Gave. Aloe Vera. Bräuchten wir eigentlich auch, ne? Ja. Der hier? Was geht bei dem ab? Okay, könnte man auch machen. Mhm. Boah, ich finde mal 39 Cent, das ist natürlich dann auch schon was, ne? Jetzt gucken wir erstmal lieber bei unserem Sukkulenten. Ich glaube, wir können jetzt auch eigentlich, wenn die jetzt fertig sind, kann man so ein Karwendel zum Beispiel, glaube ich, so raus tun, oder? Wie ist das? Every grows up with time to leave a nest, never to return, actually, to say your last goodbyes. Nee, wir lassen erstmal alle. Ich glaube, wir machen das so lange, bis unser Topf hier voll ist. Bis wir keine neuen Seeds mehr reintun können. Wir lassen, glaube ich, alles drin. Genau, so. Und dann würde ich mal sagen, ne, gute Nacht, schlaf schön. Und dann sehen wir uns morgen wieder hier bei unserem sukkulenten Topf. Ich lasse das noch ein bisschen drehen, ne. Und dann war es das auch mit Viridi für heute, ne, würde ich sagen. Ciao.